Moin Leute und willkommen hier zu einem neuen Video. Ja, es geht weiter mit dem Synchro-Camping-Ausbau. Genauer gesagt fange ich jetzt an, hier endlich mal die ganze Heckschublade zu bauen. Und wenn die Heckschublade gebaut ist, kann ich auch endlich hier das Bett wieder zumachen, weil ich dann hier nicht dauernd ran muss, beziehungsweise eh nicht mehr durchsteigen kann. Und wenn das Lattenrost liegt, dann ist der Bus ja auch schon fast bereit für die erste Nacht. Die Zwischenwand ist fest, nur unten habe ich sie noch nicht festgeschraubt, einfach aus dem Grund, weil hinterher die Schrauben von den Auszügen die Zwischenwand eh fixieren. Ja, ich brauche zwei stabile, lange Schienenleisten, wie auch immer, für die Auszüge. Und ich habe gerade festgestellt, ich habe noch zwei Wände vom Kühlwagen übrig. Und da sind relativ stabile Aluminiumwinkel drin. Ich muss mal gucken, es sieht jetzt gerade aus wie ein T-Winkel, aber es kann sein, dass irgendwas davon nur geklebt ist, weil hier noch eine Klebenaht ist. Ich werde jetzt mal die ganzen Nieten aufbohren, gucken, ob ich das lösen kann. Und dann schauen, ob es das ist, was ich gebrauchen kann. Das Coole ist ja, dass der Winkel da hinten auf der Unterseite länger ist als an der Seite und dadurch kann ich den da hinten unter die Dachlatte schön unterhaken und es ist nochmal stabiler.
einmal Abstandshalter für die Bodenplatte. Ja, ich habe die Bodenplatte der Schublade jetzt erstmal mit 3 Schrauben pro Seite befestigt. Es werden später noch deutlich mehr. Aber ich werde mich jetzt erstmal darum kümmern, dass die Rückwand hier hinkommt und vorne die Blende, damit die Wände auch wirklich gerade stehen und die restlichen Schrauben nicht in irgendeine leicht krumme Wand oder so kommen. Und ja, am Ende muss ich mal gucken, wie weit nach vorne ich eigentlich komme mit den Schrauben, ob das ausreicht oder ob ich doch nochmal die ganze Schublade ausbauen muss, um die letzten Schrauben zu setzen. Ich hoffe mal, dass das nicht der Fall sein wird. Ja, irgendwo habe ich meinen einzigen 6er Holzbohrer verlegt, darum muss ich jetzt die ganzen Löcher für die Dübel hier mit Metallbohrer bohren. Ich habe gerade schon eine Weile gesucht, ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ich werde ihn irgendwann wiederfinden, aber ja, ich habe nun mal nur einen Holzbohrer und deswegen muss jetzt der Metallbohrer her.
mal ganz vorsichtig. Oh, die Kamera steht ein bisschen blöd, aber ich würde sagen, Belastungstest bestanden. Ich sitze nämlich in der Schublade. Ja, der Kleber an der Schublade trocknet und jetzt, wo die Schublade hier fertig ist, kann ich auch endlich die ganzen Dachlatten, wollte ich gerade sagen, das ganze Lattenrost hier festschrauben, denn jetzt muss ich ja nicht mehr hier in diesem Raum rumkriechen. Und außerdem werden wir morgen unsere neue Matratze abholen und da wäre es ganz praktisch, wenn hier das Lattenrost drin liegt und wir sie gleich probelegen können. Aber zum Thema Matratze, das werdet ihr erst in einem anderen Video sehen. Ihr dürft also gespannt sein. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich die Latten eigentlich hingelegt habe. Hab sie gefunden! So. Kein Platz hier! Ja, die Heckschublade ist soweit fertig. Sie ist ziemlich groß geworden auf jeden Fall. Wir wollten sie auch so groß haben, aber ich bin doch etwas überrascht. Ich habe sie mir einfach nicht so groß vorgestellt. Aber ja, wir werden hier auf jeden Fall sehr viel Platz haben, um allen möglichen Kram da drin zu verstauen. Mal gucken, es wird sich dann einfach in der Praxis zeigen, ob die doch viel zu groß ist, ob wir vielleicht nochmal irgendwo eine kleinere Einteilung oder sowas machen. Keine Ahnung, das werden wir dann sehen. Ich werde die ganzen Schrauben auf jeden Fall nach innen dann noch irgendwann abflexen, dass sie nicht so weit nach innen stehen, aber ich hatte einfach nicht genügend kurze Schrauben, von daher habe ich die langen genommen. Ja, auch das ganze Heck hier wird hinterher noch ein bisschen besser verkleidet, aber das sind dann erst ganz am Ende die finalen Schritte, wenn ich überall alles Mögliche verkleide, wenn die Matratze da ist und so weiter, dass hier einfach die ganzen Übergänge so ein bisschen schöner sind. Wir werden dann irgendwann auch noch das ganze Blech von innen verdecken, aber all das kommt irgendwann in der Zukunft. Ja, das ganze Bett ist jetzt somit auch quasi einsatzbereit. Der Lattenrost ist überall befestigt und wie schon angekündigt, werden wir morgen losfahren und unsere Matratze holen. Und wenn alles klappt, wird sie dann auch gleich mit dem Stoff bezogen. Ihr dürft also gespannt sein und das Ganze seht ihr dann in einem der nächsten Videos. Und ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Wenn das so war, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos, wie zum Beispiel das mit der Matratze oder die Videos zu irgendwelchen anderen Projekten verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, Leute, und tschüss.